Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Büchermonat März. Ja, wir sind schon in den April fleißig gestartet und ich werde hier auch wieder zuerst über die gelesenen Bücher sprechen, ein bisschen Statistik, welche Bücher wurden gelesen, Tops und Flops und am Ende werde ich so ein bisschen über Serien sprechen, Musik sprechen. Ja, sonstigen Highlights. Ja, wir starten jetzt einfach mit den Büchern, denn es waren insgesamt 12 Bücher und 2 halbe Bücher, was dann im Grunde wieder 13 Bücher ergibt, mit 4.666 Seiten und im Durchschnitt waren das 151 Seiten am Tag, was ich wirklich absolut gut und zufriedenstellend finde, nachdem ja auch die Buchmesse im März war und mir ja im Grunde 3 Tage gefehlt haben sozusagen zum Lesen. Es waren 4 echte Bücher und 10 E-Books und darunter war auch ein Wälzerbuch und ich bin ganz zufrieden, was so die Statistik angeht, finde ich absolut gut. Insofern, ich halte mich immer so ein bisschen an die Durchschnittsseiten am Tag und da finde ich 150 Seiten wirklich absolut gut und bin sehr, sehr zufrieden, auch mit der Qualität der Bücher. Begonnen hat mein Monat ja mit der letzten Hälfte von Das dunkle Herz des Waldes, was ich ja leider nicht wirklich gut fand. Ich fand es okay. Ja, ich war nicht sehr angetan von der Geschichte. Es war halt irgendwie schon was anderes, aber vom Stil her irgendwie nicht wirklich packend, nicht fesselnd. Und man hatte auch nicht so das Bedürfnis darin zu lesen, weswegen ich es ja dann nicht mehr in den Februar packen konnte, sondern ja die Hälfte mit in den März genommen hatte. Das nächste Buch war dann Acht Nacht von Sebastian Fitzek. Für mich ein absolutes Thriller-Highlight, das mich wirklich gepackt hat, gefesselt hat, mitgerissen hat. Diese Idee, dass am 8.8. um 8.08 Uhr zwei Menschen vogelfrei sind und wer sie im Grunde tötet und ein Ticket gekauft hat, um ein Jäger zu sein, kann im Grunde sie töten, ohne mit einer Strafe zu rechnen, bekommt eher sogar noch Geld. Und so die Problematik, die Fitzek hier eben aufgreift mit diesem, wie funktionieren die sozialen Medien, so ein Gerücht, wie kann man das im Grunde irgendwann wieder stoppen, das hat er grandios gemacht. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es gibt auch ein extra Video dazu, das ich euch mal unten in die Infobox packe und ich war wirklich sehr, sehr begeistert und ein absolutes Highlight. Ja, gefolgt von einem Highlight kam dann Eleanor von Jason Gurley, welches ich nach 250 Seiten von 417, also ein bisschen mehr als die Hälfte, abgebrochen habe, denn diese Geschichte hat sich in etwas ganz anderes entwickelt, als ich erwartet hatte, denn ich hatte hier eben Fantasy eigentlich so vom Cover her und vom Klappentext im Kopf von Eleanor, die ihre Schwester bei einem Unfall verloren hat und über eine Zwischenwelt dann im Grunde ihre Schwester scheinbar wieder zurückholen könnte. Es hat sich aber in etwas sehr Merkwürdigen entwickelt und ich fand auch die Charaktere nicht wirklich ansprechend in diesem Buch, egal ob es der Vater war, Mutter war, Eleanor selbst, irgendwie konnte mich das Buch nicht packen und so habe ich nach 250 Seiten aufgegeben. Ganz anders dann das Buch Der Spiegel von I.O. Shirovici, ein Thriller, der Elemente von Krimi hat, der auch so ein bisschen mysteriöse Dinge beinhaltet und mich wirklich sehr gepackt und begeistert hat und mir wirklich gefallen hat, weil es eine andere Art war. Der Autor möchte, dass der Leser miträt bis zum Ende hin und wir erleben hier eben drei Perspektiven, die eben beginnen mit jemandem, der ein Buch bekommt als Agent und irgendwie überlegt, ist dieser Mordfall, den der Autor beschrieben hat, tatsächlich so passiert? Was könnte da dahinter stecken? Und sich dann eben die beiden anderen Perspektiven aufbauen. Ein wirklich sehr, sehr gelungenes Buch, was wirklich Spaß auf mehr gemacht hat. Danach kam von Michel Schrenk Kein Himmel ohne Sterne, ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, was ich an einem Abend durchgelesen hat, was sehr emotional war, sehr gefühlvoll war und Michel Schrenk so für mich, ja, so dieses Colleen Hoover-Gefühl in mir ausgelöst hat, indem man vor Emotionen schmunzelt und auch mal lacht, aber eben auch wirklich tief im Mark sozusagen ja berührt wird und auch wirklich weinen kann. Und das Buch hatte einfach alles für mich, fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, hat ganz viel Spaß gemacht, durfte ich vorab lesen. Mittlerweile ist das Buch aber erschienen und ich glaube auch aktuell noch zum Aktionspreis von 99 Cent erhältlich. Dann kam ein Buch, das als Thriller-Highlight empfohlen wurde, und zwar Die Gerechte von Peter Swanson. Ein Thriller, der für mich an Unlogik strotzte. Die Charaktere haben total dumm, naiv und unlogisch gehandelt. Und ich habe da gar nichts dagegen, dass man mal unlogisch handelt. Das macht ja jeder Mensch von uns.
Aber ich muss es als Leser irgendwie verstehen, irgendwie greifbar sein, dass ich mit diesen Charakteren mitfiebere. Man hat hier einen Mann, der davon ausgeht, dass seine Frau ihn betrügt, mit dem Bauarbeiter, auf der anderen Seite eine Frau, die sich zufällig am Flughafen treffen und sie ihm dann im Grunde anbietet, hey, wenn die Scheidung zu teuer ist und du sie umbringen willst, melde dich, ich helfe dir dabei. Und das ist einfach unglaublich. Diese Protagonistin, aus deren Sicht wir das Leben von ihr im Grunde und auch die Geschichte ein bisschen erleben, oh, die war sowas von an den Haaren herbeigezogen. Dieses ganze Buch strotzte vor unlogisch unsympathischen Charakteren und war einfach kein Thriller für mich. Ich fand es wirklich schrecklich und es hat mir nicht gefallen. Ich habe es beendet, weil ich immer auf diesen Kick gewartet habe, auf diesen Moment, dass mir dieses Buch gefallen könnte, aber das kam leider nicht. Ganz, ganz anders dann Red Rising, der dritte Teil von Pierce Brown, was mit 640 auch mein Wälzer des Monats ist, fand ich wirklich großartig. Diese ganze Red Rising-Reihe hat eigentlich noch ein extra Video verdient, weil ich diesen Science-Fiction-Aspekt mit dieser Endzeit und Dystopie unglaublich spannend fand und ich ein absoluter Fan unseres Protagonisten Darrow bin, der so jung ist, dem so viel passiert, der dann eben sich auf den Weg macht, um die Welt zu verbessern, seine Welt, und dabei an Rätsel und Ungereimtheiten stößt, ja, die ihm fast das Leben kosten. Und das in einer Science-Fiction-Welt, die ich großartig erfunden fand. Ein Schreibstil, der packend war, schnell war, modern war, der bildhaft war, obwohl er nicht viele Worte gebraucht hat. Und Pierce Brown hat mich hier absolut begeistert. Ein ganz, ganz toller Abschluss, eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ja, vielleicht kommt dazu noch ein Video. Wenn ihr das sehen wollt, gerne mal in die Kommentare. Dann kam ein Buch, das ich zusammen mit Paddy und Thorsten gelesen habe. Und zwar Jack von Riley und Brand. Und hier geht es um Zeitreise, dass die entdeckt wird, dass es möglich ist. Und man möchte ja im Grunde Jack the Ripper auflösen und reist dann eben ins London, ins East End, nach Whitechapel des 1888. Und ja, versucht da eben die Identität von Jack the Ripper zu lösen, beziehungsweise möchte man eigentlich beweisen, wer es nicht war, was dann so ein bisschen wieder königliche Verstrickungen hat. Und es war ein sehr, sehr gelungener Reihenauftakt. Also es gibt jetzt schon das zweite Buch, Operation JFK. Wie der Name schon sagt, würde es da um John F. Kennedy und sein Attentat gehen. Und ich fand das wirklich großartig. Wir haben uns sehr gewundert, warum dieses Buch so schlechte Sterne auf Amazon bekommen hat, weil wir sagten, eigentlich war das so durchgängig eine interessante Mischung aus Science-Fiction durch die Zeitreise, aus Krimi, aus Thriller und ebenso diese Verwicklungen und ebenso dieses Historische. Und das fanden wir wirklich großartig. Und uns hat die Geschichte so gut gefallen, dass wir auf jeden Fall auch JFK lesen werden. Ich denke so, Mai, Juni wird das auf jeden Fall gelesen von uns. Weiter geht es mit dem Abschluss einer Dilogie und zwar Infernale 2 von Sophie Jordan, einem Buch, wo ich letztes Jahr den ersten Teil unglaublich gefeiert habe, denn diese Idee, dass es ein Mördergen gibt und wir eben ein Mädchen haben, bei dem das Gen entdeckt wird und wir da eben so, ja, die Abgründe der Menschlichkeit kennenlernen, fand ich letztes Jahr brillant. Der zweite Teil hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Er hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich nicht verstanden habe, die ich nicht mitgehen wollte, die gar nicht mein Geschmack war, was ich sehr schade fand und dementsprechend war es eben eine kleine Enttäuschung. Ganz anders war das nächste Buch, Waterlove von Marion de Hübinger, ein Drachenmondbuch. Und ja, dieses Buch bin ich irgendwie so ein bisschen rangegangen mit wenig Erwartung. Ich wusste, es ist eine Jugenddystopie. Wir haben hier einen jungen Protagonisten, der eben zu den Landers gehört, denn er muss auf Land bleiben, obwohl eben die Welt im Grunde vor Smog und Umwelteinflüssen so am Rande des Abgrundes steht. Und es gibt die Waters. Das sind die reichen, gut betuchten, die dann im Grunde in Waterships wohnen können. Und ja, unser Landers trifft eben auf eine Waters und es ist so ein bisschen ein Flirt und Liebe. Und man merkt eben, dass eben auch das Perfekte, was so scheint, nicht immer perfekt ist. Und es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Und manchmal muss der Mensch einfach tun, was er tun muss. Und ich fand das ein ganz, ganz tolles Buch. Es hat mir wirklich unglaublich gefallen. Es war eine ganz tolle Idee. Sie war nicht komplett neu, aber wirklich neu interpretiert, neu geschrieben, sehr modern, sehr frech, sehr frisch. Und eben auch durch diesen männlichen Protagonisten fand ich die Geschichte sehr, sehr gelungen. Das hat man ja in Jugenddystopien sehr, sehr selten. Es war mir manchmal ein Hauch zu jugendlich, aber ich habe das Buch in sehr, sehr guter Erinnerung. So auch das nächste Buch von Eric Lorenz, China, wie wir es sehen. Ein Reisebericht, der 21 Geschichten umfasst über China. Zum einen eben die Menschen, die dort wohnen, zum anderen, die dorthin gezogen sind und zum anderen eben auch Reisende. Und alle erzählen
erzählen ihre Geschichte über China. Und herausgegeben hat es eben Erik Lorenz, der auch bei mir ein Hangout im März war. Und ihr findet natürlich den Hangout auch unten in der Infobox. Und ich mag diese Sammlung. Es ist schon mein zweites Buch dieser Art. Das erste war über Australien. Es gibt noch Indien und Frankreich. Und auch die werden, ich denke, ich in nächster Zeit auf jeden Fall lesen. Weil ich mag diese Idee, dass man eben ein Land aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet und nicht immer diese reißenden Brille auf hat, die doch manchmal ein bisschen rosaner ist, als wenn eben Menschen darüber berichten, die dort wohnen, die dort gelandet sind, vielleicht auch Leute, die weggegangen sind aus speziellen Gründen und zurückkommen. Fand ich sehr gelungen, sehr großartig, hat mir gut gefallen. Weniger gefallen hat mir dann Witz und Weisheiten von Tyrion Lannister von George R. R. Martin. Ein Buch, das ich tatsächlich ein bisschen unnötig finde, denn es hat im Grunde 160 Seiten. Ich selbst habe nur ein Viertel davon gezählt, weil eben pro Seite nur ein Zitat auftaucht. Und ich fand, ich kann da wegen einen, zwei, drei Sätzen nicht die ganze Seite als Seite gelesen zählen. Das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil man das Buch eben auch so gefühlt in einem Rutsch durchgelesen hat. Was ich schön fand, sind natürlich die Zitate von Tyrion Lannister, gar keine Frage. Weil ich die sehr lustig finde, sehr weise finde und wirklich großartig. Ich fand auch die gewählten zum Teil wirklich sehr gelungen. Allerdings findet man diese Zitate ohne Zusammenhang. Man weiß nicht, auf was er antwortet, was eigentlich die Frage dahinter war, warum er so reagiert, wie er reagiert. Man findet nur den Hinweis auf den deutschen Buchband, wo ich mir mit der englischen Ausgabe total schwer tue, weil ich tatsächlich die deutschen Titel gar nicht in Bezug auf meine englischen bringe und die nicht im Kopf habe. Und ich fand das irgendwie nicht gut. Ich weiß, natürlich ist das als Fan... Ich freue mich auch, dass es im Regal steht, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen unnütz, ob man deswegen wirklich ein ganzes eigenes Buch herausbringen musste. Dann habe ich gelesen Elenas Rabe von der lieben Lena Karnau und auf dieses Buch habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich Lena auch in Leipzig kennenlernen durfte und sie auch als nächstes auf meinem Kanal im Hangout begrüßen darf. Und ich habe mich hier sehr gefreut auf diese märchenhafte Geschichte, auf eine tolle Protagonistin. Es war natürlich jugendlich und auch die Protagonistin hat sich manchmal sehr jugendlichen verhalten. Das möchte ich aber gar nicht zum Vorwurf machen. Aber dieses Märchenhafte hat Lena wirklich ganz, ganz toll rübergebracht. Das ist eine Märchenadaption und man geht eben in diese märchenhafte Welt hinein und spürt direkt so ein bisschen Kindheit, ein bisschen Heimat, ein wenig Sicherheit. Und dann passieren eben Dinge, mit denen man gar nicht rechnet, selbst wenn man ansatzweise am Anfang ahnt, wo es hingehen könnte, aber dass es dann so frisch ist und anders ist und eben eine Adaption ist, fand ich großartig, hat mir sehr gut gefallen. Und das letzte Buch war dann, ich glaube auch so zum Teil, ich glaube auch grob zur Hälfte, Silo von Howie Yu, was wir ja im Leseklub gelesen haben, was ein bisschen verspätet im März gelesen wurde, eben durch unsere Buchmesse, weil eben zwei von uns dreien sozusagen und auch einige, die mitlesen, hier auf der Buchmesse waren und sozusagen wir total in Verzug gekommen wären mit unseren drei Tage oder vier Tage nicht lesen und so haben wir das nach hinten geschoben und deswegen haben wir es eben nicht ganz im März geschafft, wie sonst mit unseren Leseclub-Büchern. Ein Buch, das mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat. Ich fand das wirklich sehr schade, dass es nicht das war, was ich mir erwartet hatte, aber da ich ja hier im Grunde erst die erste Hälfte gelesen habe, denke ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habt ihr ja in den Bücherwochen, die ihr übrigens alle in der Infobox findet zu den Büchern, ein Buch, das mir ja so ein bisschen als Science-Fiction und auch Dystopie, Endzeit, schmackhaft gemacht wurde, das für mich aber tatsächlich so ein bisschen anders war. Es hatte ein tolles erste Drittel, ein unglaublich langweiliges, langatmigen Mittelteil und am Ende ging es viel, viel zu schnell und man erfährt gar nicht so recht, was es mit dem Silo auf sich hat, mit den Menschen auf sich hat, warum es so ist, wie es ist. Es gibt einen zweiten Band, der dann wohl die Hintergründe erzählen soll, die Vorgeschichte zu unserem Band, aber der wird es bei mir wohl nicht schaffen, weil ich einfach vom ersten Teil tatsächlich ein bisschen enttäuscht war. Und das waren meine 12 ganzen Bücher und 2 halben Bücher und ich finde, das war wirklich ein relativ guter Monat, wenn ich so gucke, 2 absolute Highlights, 2 Flops, auch eben ein Buch, was ich abgebrochen habe, aber ja, so die Mischung habe ich sehr positiv jetzt rückwirkend in Gedanken und fand den März wirklich einen guten Monat, der mir doch tolle Lesestunden gebracht hat und vielleicht habt ihr ja auch schon eins der Bücher gelesen, dann natürlich auch mal gerne in die Kommentare. Ihr findet alle Bücherwochen und auch die Bücher natürlich in der Infobox
Blogs, wenn ihr da die ausführliche Rezension hören wollt zu den Büchern, wenn euch da was interessiert, schaut da mal rein. Da findet ihr auf jeden Fall mehr. So, ich hoffe, das Licht reicht hier nun auch ein bisschen aus, denn ich möchte natürlich auch über andere Highlights und Flops des Monats reden. Und ein großer Flop in diesem Monat war meine Autoreparatur. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Auto nach irgendwelchen Kilometern, Jahren mal einen Defekt hat. Mein Auto ist ein VW-Up in einem wunderschönen Kornblumenblau. Und dieses Auto ist noch keine 3 Jahre alt, hat noch keine 10.000 Kilometer. Und es war der Nockenwellensensor kaputt. Und nicht, dass das schlimm genug war. Man hat auch noch das Gefühl, man ist der letzte Idiot gewesen in diesem Autohaus. Man ruft nämlich an, sobald irgendwas aufleuchtet im Auto, dann wird man erst gefühlt stundenlang gefragt, ja, was ist es für ein Zeichen? Haben Sie das nicht in der Anleitung gefunden? Nein, sonst würde ich nicht anrufen. Am nächsten Tag geht man in die Werkstatt und nicht, dass man da angesprochen wird, oh, Frau Lindner, kommen Sie, wir gucken uns Ihr Auto an. Nein, man wird ausgerufen als, sind Sie der VW ab? Und ich mir für einen Moment gedacht habe, bin ich ein Auto? Ich habe es, nicht ausgesprochen. Ich hatte meinen Papa dabei, damit er mich damit heimnehmen kann. Und das Lustige war dann noch, dass so die erste Frage von dem Werkstattmeister war, haben Sie mal im Motor geschaut? Und ich mir so denke, bin ich der Mechaniker? Ja, ich habe es auch nicht ausgesprochen. Mein Papa hat allerdings meine Gedanken erahnt und musste schon grinsen und hat dann, wie der Mechaniker ins Auto geguckt hat, gesagt, reiß dich zusammen. Und ich sage, was ist denn das für ein Schmarrn? Warum soll denn ich in den Motor gucken? Ja, jeder normale Mensch könnte jetzt sagen, natürlich, das macht man. Wozu? Es leuchtet irgendwas auf, bevor ich was kaputt mache, fahre ich in die Werkstatt. Dementsprechend habe ich mich da sehr, sehr geärgert. Ein bisschen weniger geärgert habe ich mich, dass es eine Woche vor der Buchmesse passiert ist und nicht in der Woche der Buchmesse. Denn in Leipzig mit so etwas zu stehen, wäre sehr, sehr blöd gewesen. Dennoch hat es mich sehr, sehr geärgert. Und da wir schon mal beim Thema waren, die Leipziger Buchmesse, ja, die hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe viele tolle Menschen getroffen, ich habe viele Autoren getroffen, Booktuber, Bloggerkollegen, Zuschauer, Leser. Es war ein gigantisches Wochenende mit Menschen, die man eben schon ins Herz geschlossen hat, mit denen eine Freundschaft verbindet. Und wir hatten einen tollen Abend, tolle Tage. Und ich freue mich jetzt schon auf die Frankfurter Buchmesse, die ja im Oktober sein wird. Geplant ist auf jeden Fall, dort zu sein. Ich weiß nur noch nicht ganz wie und was und welche Tage. Aber ich denke, die Detailplanung wird jetzt so im Mai losgehen. Es sind ja dann auch nicht mehr so viele Monate. Aber um in Frankfurt dann auch eine Übernachtung und Sonstiges zu bekommen, muss man sich natürlich früh kümmern. Und das war wirklich ein absolutes Highlight in diesem Monat. Auch ein absolutes Highlight war das neue Album von Ed Sheeran, Divide. Ein Album, auf das ich schon lange, lange gewartet habe und ich total erfreut war, als ich es dann bei Spotify entdeckt habe und mir auch bei Amazon heruntergeladen habe, einfach um es auf CD zu bringen, ins Auto zu bringen, überall, wo ich es haben möchte, zu hören. Ein großartiges Album mit tollen Songs, unter anderem natürlich Shape of You, was, glaube ich, ständig im Radio gespielt wird. Es gibt auch noch andere Lieder. Also ich möchte aber gar kein einzelnes herauspicken, weil bei mir das Album wirklich durchgängig spielt, es kein Lied drauf gibt, was ich irgendwie nicht gut finde oder wie auch immer. Ich das wirklich liebe. Ich mag die Stimme von Ed Sheeran. Ich mag seinen Beat. Er ist hier sehr experimentell. Es geht eben nicht nur so ein bisschen in diese Pop-Schnulzen-Richtung, wie man ihn ja vielleicht doch ab und an kennt. Es ist halt wirklich hier rockig und danceig und er rappt und es ist großartig. Ein ganz, ganz tolles Album. Wirkliche Empfehlung von mir, hat mir sehr viel Spaß im März gebracht und mittlerweile auch im April. Ich hoffe, dass hier jetzt ein bisschen das Licht noch mitspielt. Ja, auch eine Serie habe ich im März gesuchtet und zwar Wishlist, eine Serie, die es auf YouTube gibt und die erste Staffel ist auch schon komplett auf YouTube erhältlich. Eine Serie, von der ich auch so noch nicht viel gehört habe, auch irgendwie gar keine Erwartungshaltung hatte und dann aber so in den Bann der 15-minütigen Folgen gezogen wurde und sie dann wirklich recht schnell weggesuchtet habe. Eine Serie, um der es eben um die Wishlist geht, eine App, die im Grunde ein paar Jugendliche haben und die eben sich etwas wünschen können und dafür einen Preis genannt bekommen. Also zum Beispiel, ich möchte einen rosa Elefanten, was auf ein Stofftier sozusagen reduziert ist und dafür musst du irgendwo Abfalleimer herausziehen und bereitstellen für die Müllabfuhr. Und natürlich, umso größer der Wunsch ist, umso größer dann natürlich auch das, was du tun musst. Und die Aufgaben werden sehr, sehr knifflig. Und irgendwann merken diese Jugendlichen,
ist das alles so richtig, wie das läuft? Und ich fand es eine wirklich ganz, ganz tolle Serie. Es ist eine deutsche Produktion, es sind ein paar YouTuber dabei. Und auch wenn es jetzt nicht die hochwertig produzierteste Serie ist, was es gar nicht sein kann, fand ich auch die Kameraführung und alles, ich fand das wirklich cool gemacht. Es war irgendwie lässig und man hatte so das Gefühl, man ist ständig dabei. Hat mir wirklich großen, großen Spaß gebracht. Nicht nur eine Serie hat es mir angetan, auch ein Film hat mich in diesem Monat absolut zum Lachen gebracht. Crazy Stupid Love, ein Film, den ich irgendwie entdeckt habe bei einem Kino-YouTuber, der von Filmen gesprochen hat, die eben eine unerwartete Wendung nehmen und die eigentlich so verkannt sind. Und es spielt ja Ryan Gosling mit, großartig, auch Julianne Moore, ich bin absolut begeistert. Und es war so eine Geschichte, ja, man geht da so ran, denkt sich, ja, da gucken wir mal, was das wird. Und es war einfach klasse, es war großartig. Ein länger verheiratetes Paar, sie gesteht ihm, dass sie ihn betrügt und er so in der Krise steckt. Und dann trifft er so einen jungen Casanova und lässt sich Tipps von ihm geben und einfach großartig. Es war total lustig, es war unterhalten, es war ein geiler, ja, Cut und ein Plot-Twist in der Mitte. Und mir hat der Film echt Spaß gemacht und Ryan Gosling zieht einige Male sein T-Shirt aus. Wo ich natürlich als Frau auch sage, es macht den Film nicht unattraktiver. Und als letztes möchte ich dann auch noch über den Hangout mit Erik Lorenz sprechen, der Ende März stattgefunden hat auf meinem Kanal und wir nicht nur über seine Bücher gesprochen haben oder über das Lesen allgemein, sondern auch über seine Reisen, seine Erfahrungen und das wirklich, ich hätte stundenlang gebannt zuhören können. Es war ein großartiger Hangout, der mir viel Spaß gemacht hatte, der wirklich unterhalten war und eben auch so dieses Reiseelement dabei hatte und Erfahrungen, die man eben macht, wenn man sich mal von den Büchern sozusagen löst und man hätte direkt Lust, den Koffer zu packen und auf Reisen zu gehen. Und mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Ihr findet den Hangout und natürlich in der Infobox und im April dürft ihr euch auf Lena Kanau freuen. Das wird auch Ende April stattfinden. Haltet da die Ohren auf, denn ja, da wird jetzt demnächst auf jeden Fall auch die Vorankündigung und sowas kommen und seid da einfach gespannt. Und das war es für diesen Monat nun auch schon. Ja, das war mein kleiner Monatsrückblick März. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch der Wechsel durch meine Wohnung so gefallen hat. Ich weiß, an manchen Stellen wird es vielleicht ein bisschen dunkler gewesen sein, aber an manchen Stellen passt eben auch einfach keine Softbox. Es tut mir leid. Ich hoffe, es war trotzdem für euch einfach lustig, mit dabei zu sein. Mich würde natürlich interessieren, was waren eure Highlights und Flops des Monats? Gerne nicht nur buchtechnisch, auch allerhand anderes, Musik, Tipps, Serien, Filmtipps, immer her damit. Würde mich mega, mega freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.